warm hat die Zeit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mythisch Plus Dungeon mit Nefertari. Gerade in Galak von Sturz 9. Und hier soll es jetzt richtig abgehen. So, ich habe wieder das Add-on X-Roll drauf, damit ich sehe, wo ich drauf schieße. Beziehungsweise, dass ich sehe, wann meine Spells hier deaktiviert sind. Meine Kombo-Punkte im Blick, was ich halt mit dem anderen nicht hatte. Mit diesem Slidebar oder wie das da hieß. Wir werden die Verstärkungen zurückhalten. Kümmert ihr euch um ihre Kommandanten? Sollte ihn noch in Fokus setzen. So, wie immer das Motto, viel kämpfen, wenig reden. Wir haben auch Verstärkwaffe noch immer. Wieder sehr viele Geister durch. Das ist schlecht. Da hab ich erstmal drücken müssen. Der Schaden ist halt echt unterirdisch mit der Shotgun gerade. Bei Kämpfen, wo ich ein bisschen ruhiger stehen kann, ist es definitiv besser, aber das ist jetzt echt schon... So, jetzt wird der Fokus wieder gelöst, finde ich schwachsinnig. Sobald er da durchgeht, ist der Fokus weg, ey. Voll behindert, ey. Das müssen die nochmal besser machen. Die Ewigen haben ihre Spuren gut verwischt. Das wird uns etwas Zeit kosten. Champions, ihr müsst die Anomalien zerstören. Okay, ich muss das hier doch wieder woanders hin verschieben. Ich weiß nicht. Sie haben schon oft. Ich habe kein Ziel. Damit riskieren Sie alle Zeiten. Sie machen vor nichts Halt, meine dunkelste Seite zu erwecken. Murosan. Ja, und ich habe meine Bass halt auch nicht immer aktiv laufen. Ich muss mich erst wieder hart an die gewöhnen. Also es läuft nicht so flüssig wie mit der Shocking wie mit allen anderen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr in der Gruppe gemacht, aber Outlaw ist halt immer noch sehr glücksabhängig. Was die Würfel angeht und so. Selbst
der Schamane ballert mehr in Gruppen als ich. Das ist schon nicht sehenswert. Okay, aber meine Waffen sind auch Schrott, die ich habe. Die Zeitwege müssen beschützt werden. Sande der Zeit. Ich hätte ihn noch länger laufen lassen können sollen. Sande der Zeit. Ich rufe. Hier rüber. Ist halt auch ein Glücksspiel, ob er dasselbe wieder aktualisiert oder ob er neue Würfel bringt. So eine 50-50 Sache irgendwie. Ja, immerhin rund 55.000, ne? Mit einem 300, was habe ich jetzt? 463, das ist verdammt schlecht. Weil ich habe halt zu viel Meisterschaft. Ich finde, dass wieder zu viel Meisterschaft auf den Set-Teilen auch ist. Du hast 4 Set-Teile, davon sind 4 mit Meisterschaft. Wenn ich jetzt die Hose noch auf mit dem Set machen würde, hätte ich auf der. Nee, hätte ich nicht. Okay, dann brauche ich noch eine Hose. Dann kann ich nämlich wieder ein Ding ablegen. Kommt der Ewige an deinem. Ah, okay, er sieht uns. Scheiße. Okay, der Tank rennt einfach weiter. Ich habe, wie gesagt, auch die Leisten ein bisschen umgestellt und alles drum und dran. Deswegen sind jetzt meine Reittiere hier unten. Ich habe ja den Platz dafür. Vielleicht kann ich die Leisten dann verbannen, größtenteils. Hier alles hinstecken und dann haben wir nach rechts noch ein bisschen Platz. Die Ewigen sind an einem Ort, einem Moment, an dem ich nicht zu wandeln wage. Ich würde es noch cool finden, wenn man die einzeln verteilen kann. Nur nicht so, wie ihr mich kennt. Würde ich sie hier so rundherum machen, einmal. Freunde. Selbst wenn Murosond erwachen sollte. Der Leichnam über uns. Das ist Galakond. Er muss gerade gefallen sein. Er war der größte Protodrache aller Zeiten. Wenn das deckt, dann ist das echt geil. Ansonsten, ja. Und der Paladin haut halt noch mehr rein. Wir wissen ja, Paladin kann sehr viel. Aber nicht die Rena. Wieder hat er den Fokus weggemacht. Kann er trotzdem mal. Auch wenn er jetzt nicht gebufft war. Ich muss halt viel mit ihr machen, öfter spielen, dann klappt das auch.
Weil sie versuche ich jetzt halt auch nach 2000 zu bewegen. Einfach nur, weil es kann. Oder möchte, weil es will, keine Ahnung. Könnt ihr euch aussuchen. Oh oh, der Schleim ist voller nekromantischer Macht. Das ist zu wohl mal zweite Beschwerde. Genau, richtig abgegeben. Der hätte nicht sein müssen. Okay, jetzt habe ich auch so wenig getreten, das wollte ich nicht. Meine Flamme kehrt zurück. Raumbewegung von Feld, danke schön. Die Flamme verschlägt! 63.000 ist auch nicht das Nonplusultra. Nochmal die Tiere hier platzieren, dann versuche ich nicht die ganze Zeit drüber zu gehen. Redikron ist leider hier. Oh, wir haben keine Zeit dafür. Nun gut, kleiner Drache. Kommt, meine Freunde. Wenn Redikron mit den Ewigen hergekommen ist, dann müssen sie zusammenarbeiten. Oh je. Das ist zu weit entfernt. Gar nicht. Könnt ihr euch davon umsehen? Ich bin gleich bei euch. Können wir, machen wir. Müssen wir ja. Für die Zukunft Azeroth. Ach, wieso ist er denn jetzt nicht in Richtung gegangen? Aufgeklickt habe ich zumindest. Bisher habe ich sonst immer Klassen gespielt, mit denen man das auch displayen kann. Mit Schurken, Jägerin und so geht das leider nicht. Bei der einen nur in der Schuss funktioniert nicht auf den Gegner. Auf den Befreundeten. World Control reinbringen. Die Marionetten wollen sich mir also stellen. Er füllt Galakrons Essenz in ein Gefäß? Sieht irgendwie nach einer Drachenseele aus. Nur deutlich älter. Ein mit der Zeit verlorener Hunger, den ich zurückerlange. Ja, wir sind doch schon da. Ich spüre eine Folge der Energie. Ich werde euch zerstören. Zeigt mir diese Ordnung der Titanen. Alle am drin stehen.
Boah, ich dachte gerade, was geschieht. Eine Aussage, aber das war ein Zauber. Von Erde geschützt. Gut, dass X-Roll alle Würfel anzeigt und nicht nur die, nicht nur die ich mir selber erwürfelt habe, sondern wirklich alle. Mit 94.000 Schaden am Ende doch noch ein bisschen was gemacht. Was haben wir bekommen? Beschleuniger, Champion. Anlegen eure Angriffe, leeren das Stundenglas und gewährt euch eine Chance, bis zu 8x107 Tempo zu erlangen, bevor es leer ist. Sobald das Stundenglas leer ist, führt es einen nächsten Schadensfähigkeit, ein wirbelbeschleunigter Schläger auf. Okay. So, da haben wir Tempo drauf, körperlichen Nahkampfschaden, Blick in die Spielglas. Ich finde die, die sie selber nutzen, irgendwie meist cooler. Gucken wir mal. Probieren wir aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.